über 1000 PS. Ja, das ist eine sehr, sehr magische Zahl und wir werden sie deutlichst übertreffen. Ich befinde mich am Flughafen in Frankfurt und ich bin unterwegs zu einem, ja eigentlich wie immer, sehr, sehr krassen Auto. Aber diesmal ist es tatsächlich noch ein bisschen krasser als sonst. Denn dieses Fahrzeug, was ich fahren werde, was wir gemeinsam fahren werden, hat über 1000 PS. Ja, das ist eine sehr, sehr magische Zahl und wir werden sie deutlichst übertreffen. Ganz, ganz heftige Nummer. Ich freue mich sehr, ich bin extrem gespannt und tatsächlich auch aufgeregt. Hier in meinem Köpfchen habe ich alles, was man braucht, um es zu fahren. Ein Rennanzug, hier oben ist mein Helm. Und daran seht ihr schon, wie krass es diesmal wirklich werden wird. Es geht darum, wie fühlen sich eigentlich 1000 PS an? Sehr, sehr spannende Frage, würde ich sagen. Ne? Also los, bitte los. Ich mache mich ins Flugzeug und ihr bleibt dran. Auf geht's! So, der nächste Morgen. Wir kommen der Sache immer näher. Geschlafen hat er so einigermaßen. Es ist 7 Uhr und da wartet schon das Shuttle. Hier müssen wir mal aufpassen, da kommen diese Raser von Fahrradfahrern an. Morgen! Morgen! So, sind wir bereit? Das, was wir heute machen, ist tatsächlich extrem exklusiv. Ich werde der Erste sein, der mit diesem Auto überhaupt fahren darf. Also niemand ist den vor mir gefahren, der nicht irgendwie Entwickler oder sonst irgendwas ist. Und das ist eine extreme Ehre für mich, ehrlich gesagt. Ich freue mich extrem auf die Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, weil ein Auto, was 1600 Kilo wiegt, ist für ein Rennauto relativ schwer, für ein Elektroauto ziemlich leicht. Mit 1088 PS zu bewegen, das ist definitiv eine Aufgabe. Volle Konzentration. So, jetzt sind wir gleich da. Das Grinsen wird größer. Puls ist jetzt noch relativ normal, ehrlich gesagt, was sich wahrscheinlich gleich ändern wird, wenn ich das Auto sehe. Auf der Rennstrecke Ricardo Tormo wartet auf Matthias die Zukunft des Motorsports. Box 4 haben sie gesagt, da ist was los. Morgen. Morgen. Timo. Matthias. Moin. Grüß dich. Der einzige Mann, der es geschafft hat, in 5 Minuten 19 um die Nürburgring Nordschleife zu fahren, der Rekordhalter. Es ist mir eine Ehre. Dankeschön. Mein Hauptansprechpartner ist der schnellste Mann der Welt auf der Nordschleife, Timo Bernhard. 5 Minuten 19 auf der Nordschleife mit dem 919. Wenn ich den Typen angucke, kriege ich schon Gänsehaut, weil sich vorzustellen, so schnell um die Nordschleife rumzufahren, ist einfach nur unfassbar. Und dass der heute ja, ein bisschen mein Guide ist, freut mich extrem. Ich darf heute tatsächlich den Porsche GT4 e-Performance fahren. Ist ein Auto, was ultra faszinierend ist. Exklusiv und erstmals begleitet von einer TV-Kamera ist Matthias hautnah bei der Entwicklung dieses Elektro-Prototypen dabei. Da drin sind jetzt nochmal wie viel PS genau? Ah, das kann man einstellen, aber der Quali-Mode, der wird dir Spaß machen. Das ist sozusagen der Party-Mode, 720 Kilowatt. Keine 720 PS. Kilowatt ja, sind in PS. Wir rechnen ja trotzdem noch in PS, weil es einfach griffiger ist. Um die 1000. Das hört sich griffig an, würde ich sagen. 1000 hört sich sehr, sehr griffig an, ja. Lass uns mal bitte um das Auto rumlaufen, weil ich sehe da vorne ein Haifischmaul ja, mit ja, Carbon umgarnt, ja, was schon mal ultra heftig ist, ist für die Aero. Ja, für die Downforce oder auch für die Kühlung? Auch für die Kühlung, ja, ganz klar, natürlich. Weil das sind ja zwei E-Maschinen und das Ganze muss ja auch gekühlt werden, weil es ist ja Hochperformance, Hochleistung. Aber du siehst auch schon, dass da sehr viele Elemente von den Rennfahrzeugen sind. Darf ich den eigentlich anfassen? Ja, solange grün ist, alles gut, ja. Okay. Aber die Hochvoltschulung kriegst du ja später auch noch und da werden genauso Sachen auch noch thematisiert und okay, erklärt, weil es ist halt was ganz anderes, ein anderer Umgang eben, weil voll elektrisches Rennauto. Also man muss sich vorstellen, es wird vielleicht irgendwann eine Rennserie geben, wo Autos rumfahren mit 1000 PS.
Ich finde, das hört sich schon mal ganz gut an. Ja. Und wenn ich mir das Auto angucke, ne, ein Cayman, das sieht ja immer noch aus wie ein Cayman, zwar sehr, sehr breit. Wie viel breiter ist der geworden? Ja, da reden wir von nicht ganz 2 Metern, aber das ist schon richtig breit. Da bist du schon fast auf dem Niveau von einem LMP-Fahrzeug, ne, von der Fahrzeugbreite. Ultra breit. Und wenn ich mir das angucke, ein Cayman mit 1000 PS, das ist einfach nur krank. Ich darf heute tatsächlich den Porsche GT4 e-Performance fahren. Ist ein Auto, was ultra faszinierend ist. Sieht aus wie ein Cayman so ein bisschen. Ja, ist auch die Basis der Porsche Cayman GT4. Allerdings gepfropft mit jeder Menge Leistung, nämlich um exakt zu sein mit 1088 Elektro-PS. Porsche hat ja vor einiger Zeit den Mission A vorgestellt. Als ich das Auto auf Instagram gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, wie sexy ist das bitte? Und dann habe ich erst gelesen, okay, ist elektrisch. Dachte ich mir, okay, da bin ich mal sehr gespannt. Was wir jetzt heute fahren, ist quasi die Technik, die dieser Mission A irgendwann mal haben soll. Also ein Technologieträger, der auf Basis vom Cayman aufgebaut ist, weil halt der Cayman da stand und da passt alles rein. Und das, was da reinpasst, passt nachher unter den Mission A. Also das gibt dann so ein großes Ganzes und das dürfen wir heute fahren. Letzten Endes müssen wir sagen, das ist ein absoluter Prototyp. Das ist eine Cayman-Karosserie, in die ihr diese Technik eingepflanzt habt. Wir gehen nachher noch tiefer in die Technik ein. Wir werden alles erklären, was das Auto ausmacht. Aber der Stand, ne? Guck mal, diese Backen hier, schön reingespackst. Sind die reingespackst? Nein, aber das ist natürlich klar, weil die Grundkaross, wie du sagst, ist Cayman. Aber es ist so geil, so rattig gemacht. Ja, man muss ja auch, die sind ja RSR-Räder, also Größe von GT3R und RSR, die müssen auch drunter passen, ne? Damit wir auch den Grip in den Kurven haben. Ultra, okay, lass losmachen. Super. Ich hab Bock. Umziehen und dann gibt es eine Hochvolt-Einweisung. Okay. Das gehört dazu. Ich zieh meinen Stampler an. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Also ein Rennauto zu fahren ist immer sehr, sehr komplex und kompliziert, weil 1000 Sachen da sind, die du nicht weißt, wie du sie bedienen sollst. Ja? 1000 Knöpfe und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier nochmal das Thema Hochvolt dabei. Wir haben 900 Volt an dem Fahrzeug und das sorgt halt dafür, dass das relativ gefährlich sein kann, wenn man das im falschen Moment anfasst. So, Timo, von dir kriege ich Hochvolt-Einweisung. Servus, genau. Also einmal unser schönes Stück. Yes. Auto fährt voll elektrisch, hast du schon mitgekriegt? Das habe ich mitbekommen, ja. Einmal Antrieb vorne, einmal Antrieb hinten. Allradantrieb. Genau. Okay. Da wir auf einem Cayman-Chassis aufgebaut haben, haben wir hier nicht wie beim Taycan die Batterie flach im Unterboden, sondern Batterie ist aufgeteilt in 3 Teile. Hast einmal hier vorne drin 25% von der Batterie. Ja. Dann einmal im Beifahrerfußraum unter dem Carbon-Cover sind nochmal 25%. Krass. Okay. Und hier hinten drin sind dann die restlichen 50%. Ja. Und die grüne LED, die du jetzt siehst, die sagt uns im Prinzip, wir dürfen das Auto anfassen. Die haben wir auch vorne links und vorne rechts. Solange die grün ist, alles cool. Okay. Was passiert, wenn das Ding rot ist? Ich fasse das an und da ist wirklich Spannung drauf. Was passiert dann mit meinem Körper? Dann fließt durch deinen Körper der Strom auf die Erde ab, wenn wir den Fehler haben, dass einmal Spannung auf dem Fahrzeug liegt und noch eine Verbindung zur Erde. Und was passiert dann mit meinem Körper? Über den Strom, der fließt, bilden sich wie Art Schmutzpartikel im Blut und dadurch kriegst du eine Blutvergiftung und stirbst dann da dran. Ist das schon mal passiert? Nee. Prinzipiell ist auch immer, ja, das Auto ist teuer, das Auto ist selten, aber wenn es irgendwie eine Gefahrensituation gibt, dann bist immer du im Fokus und nicht das Auto. Wenn du im Auto sitzt, das Ding wird rot. Erstmal sitzen bleiben, ganz entspannt, kriegst von uns einen Call über den Funk. Ja. Wir sagen dir dann, was los ist. Mhm. Wenn es tatsächlich eine Gefahrensituation wäre, dann kommen wir zu dir raus, wenn du auf der Strecke stehen bleibst und helfen dir entsprechend, die Situation zu handeln. Was ist das hier für ein Kabel? Das ist unser Notaus, den haben wir hier vorne auch. Der vordere macht das 12-Volt-System und das HV-System aus. Mhm. Ist quasi, wenn was wäre und wir kommen ans Auto, ist das das erste Ding, das wir ziehen. Okay. Dann fährt das Hochvolt-System komplett runter. Wenn wir den hinteren ziehen, passiert das Gleiche, nur geht zusätzlich noch der Innenraumlöscher an. Wir haben einen Feuerlöscher nur für die Fahrgastzelle. Weil bei den Batterien, da bringt's einfach nichts. Okay. Also wir können keinen so großen Feuerlöscher ins Auto bauen, dass wir da einen nennenswerten Effekt hätten. Deshalb löschen wir nur einen Innenraum. Gibt im Prinzip den Insassen einfach ein bisschen mehr Zeit, wenn was wäre. Ein kritisches Ding gibt's noch. Noch ein kritisches, meinst du? Das einzig wahre kritische. Das waren jetzt für mich schon ein paar kritische Sachen dabei, ehrlich gesagt. Wenn auf dem Display eine Meldung kommt, da wird das komplette Display rot. Ja. Und dann steht drauf Battery Thermal. Das heißt dann, wir haben ein kritisches Thema an der HV-Batterie.
Heißt, die Batterie wird heiß und fängt an durchzureagieren. Haben wir noch nie gehabt. Wir tun auch alles, dass es niemals auftritt. Wir überwachen zu viert ständig das Fahrzeug, wenn du fährst, dass da ja nichts passiert. Aber wenn die Meldung kommt, dann ist wirklich völlig egal, was mit dem Auto passiert. Du hältst an, schnallst dich ab und steigst aus dem Auto aus. Weil, was passiert, dann fängt die Batterie an zu explodieren, oder was? Die fängt dann an durchzureagieren und dabei kann sie natürlich auch anfangen zu brennen. Und wenn zu das brennen, passiert, aber explodieren kann sie nicht. Die kann relativ schnell brennen und kann sich dann schon auch relativ schnell im Volumen vergrößern, sagen wir es mal so. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas passiert, weil es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Fehler vorliegt. Aber wenn irgendwas zusammenkommt, und das ist immer so bei Unfällen, das ist immer eine Verkettung von unglücklichen Sachen, die zusammenkommen, dann kann es halt wirklich böse enden. Thibaut fährt sich warm. Macht die Reifen einmal warm, guckt, ob alles in Ordnung ist und dann kommt die Taxirunde und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass er nicht die volle Power auspackt. Oh, was passiert jetzt? Ach, das ist, glaube ich, die Ölpumpe. Ölpumpe, 16.000 Touren. Alter, ist kein Wasser im Auto, alles ölgekühlt. Neu ist auch, dass die Motoren jetzt gekühlt werden, damit halt nicht mehr irgendwann die Leistung weggenommen werden muss, werden die jetzt gekühlt. Na, siehst du schon, das ist ein Rennteam, ne? Das ist ja, es ist so geil, es ist so geil. Ja, Gänsehaut ist 100%, weil immer, wenn ein Rennauto aus der Box rausfährt, ist Gänsehaut angesagt. Und das ist halt jetzt das erste Mal. Wir sind die Ersten, die dieses Auto überhaupt hören dürfen und sehen dürfen. Es hat niemand zuvor dieses Auto gesehen oder gehört. Also das ist jetzt wirklich der erste Moment, das erste Mal überhaupt, dass dieses Auto hier vorbeihämmert. Also ich hoffe mal, dass er vorbeihämmern wird, aber er ist Rennfahrer, also er wird es tun. Alleine, um uns zu beeindrucken, wird der volle Lotte hier vorbeifegen und da bin ich sehr gespannt, wie sich das anhört. Ja, jetzt gehen wir mal in die Boxenmauer. Schnell aus. Den Ausblick, den wir jetzt haben, ist, ich fahre jetzt eine Taxirunde erstmal mit, in den normalen Race-Modus mit 600 PS. Dann darf ich selber mit 600 PS fahren, ganz alleine. Darauf freue ich mich extrem. 600 PS treffen auf 1600 Kilo, was Wahnsinn ist, weil kein Elektroauto, was du heute auf der Straße fahren kannst, wiegt so wenig. Das ist wirklich krass, weil alle Elektroautos wiegen irgendwie über 2 Tonnen und haben dann 600 oder 700 PS und gehen wie die Hölle. Ich will nicht wissen, wie das geht mit 600 PS und 1600 Kilo, weil das ist das alles Entscheidende. Dann noch die Slicks drauf, Alter, das wird vom anderen Stern werden. Und dann kriege ich tatsächlich den Qualifying Mode und kann mit 1000 PS über die Strecke ballern. Ich denke mal, der Sprung von 600 auf 1000 PS wird massiv sein noch. Guck mal, hier liegst du ja drin, wie im Formelauto. Ja, zieh mal ein bisschen an. Alles bequem, Matthias. Alles Besten. Okay, Timo. So. Glaubst du, dass wir uns noch hören während der Fahrt? Nee. Nicht mehr? Keine Chance, nee. Okay. Ablassen ist immer eine heftige Nummer, weil du weißt einfach, jetzt geht's los. Ja, sorry. Auf Drive Mode 9 haben wir jetzt den Code bekommen. Wie viel PS haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja deine 1088, was du ausgerechnet hattest. Sollen wir nicht mit den Kleinen fahren erstmal? Wir fahren direkt die Dicken. Alles klar. Fahr nicht so schnell. Start bitte.
Mach mal einen Start. Ja. Bis 270. Okay. 3, 2, 1. Alter, das ist krass. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Was das Faszinierendste ist, ist, dass dieses Ding nicht müde wird. Ja. Ja. Wir haben jetzt gerade einen Start gemacht, vorne angehalten, ja. Von 0 auf 270 auf dieser Geraden. Und das ist schon wirklich heftig. Aber hast du auch den Grip gemerkt? Also ich meine, das Alter, der Grip ist nicht mehr von dieser Welt. Ja. Mir ist jetzt wirklich auch, also ich hatte die letzte Runde, habe ich gedacht, boah, die hätten wir nicht mehr gebraucht, weil mir wirklich schlecht geworden ist. Ja. Und mir wird normalerweise nicht schlecht. Ja. Ich bin gespannt, was du selber sagst. Ich habe noch zwei Tipps für dich. Also ein, das Bremsen ist halt anders als beim Verbrenner. Also lieber mit ein bisschen weniger Bremsdruck bremsen, also ein bisschen flacher von der Bremskurve her. Und dann versuchen eher vom Gefühl ein bisschen langsamer in die Kurve rein und dann halt relativ früh versuchen, ans Gas zu gehen. Sehr gerne. Ja, ich habe jetzt schon Puls, aber das ist immer so, wenn du in so ein Rennauto einsteigst, ist halt die Konzentration noch stärker als das Aufgeregtsein. Es vermischt sich dann beides und das Krasse ist, du bist erstmal, bist ja komplett nur Passagier. Mit dir geschehen ganz viele Sachen. Und du machst eigentlich gar nichts, sondern du setzt dich nur rein, dann wirst du angeschnallt, alles wird eingesteckt und so weiter und so fort. Und dann wandelt sich das komplett um in, okay, die Tür geht zu und dann bist du plötzlich alleine und keiner macht den ersten Schritt. Dann bist nämlich du dran und das ist der Punkt, da geht der Puls dann richtig hoch. Hat das Auto ein ESP eigentlich? Nein. Nichts? Nein. ABS? Nein. Wenn du bremst, stehen die Räder. Alles klar. So mögen wir es doch. Easy. Gut. Du machst es schon. Ja, ich hoffe es. Okay, let's go. Also. Jetzt sind wir unten. Also. Zur Erinnerung, vorerst sind es nur 600 Elektro-PS. Oh Gott, ey Leute, es ist so krass. Ich weiß gar nicht, ne? Weil das ging jetzt alles so schnell. Also, ne, ich muss mich jetzt hier erstmal rantasten, Leute. Ich kenne die Strecke nicht, ich kenne das Auto nicht. Und wie sich das anfühlt, kann ich erst sagen, wenn ich mich so ein bisschen eingefahren habe. Was krass ist wirklich, dass das Auto extrem gut biegt, extrem heftig auf diese kurzen Lenkbefehle hier. Der macht der Papa. Aber du spürst natürlich trotzdem das Gewicht. Wir haben einen ganz kurzen Bremstest gemacht. Das ist schon heftig. Also mir fehlt er jetzt gerade total, weil ich muss immer wieder auf den Tacho gucken, um zu sehen, wie schnell ich fahre. Und das mache ich normalerweise gar nicht. Jetzt machen wir mal einen Start hier, komm. Jetzt bin ich alleine auf der Strecke. Start rauszimmern. So, null. Wow. Und dann sind die 100. Alter! Und das ist nicht der Race-Modus, das fühlt sich 3000 Mal krasser an als eben auf meinem Auto. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man diese Kraft von null weg so auf die Straße bringen kann. Klar, die Reifen müssen warm sein, aber dann latschst du einfach rein und du wirst einfach wegkatapultiert. Drive Mode Zero, Mode Stop, HV off. Okay, HV ist aus. Matthias, erzähl mir. Alter, ist das krank! Und das wäre jetzt die Vorstufe, ne? Und das ist die Vorstufe. Warte.
ultra krass. Also bei mir fährt halt immer das Ding mit, ne, okay, du hast hier irgendwie 20 Millionen unterm Hintern. Aber das Lustige ist, nach, wenn die Reifen warm sind, vergisst du das. Genau. Dann denkst du darüber nicht mehr nach. Bist du im Fahrmodus drin, ja. Nach der ersten Kurve dachte ich so, okay, Leistung, ja. Schon gut, ja. Aber ich habe keine Angst bekommen. Ja, okay. Und das habe ich gedacht, okay. Dass ich so ein bisschen Schiss kriege, weil das einfach so schnell geht, immer das Beschleunigen. Ja. Was ich aber dann festgestellt habe, ist, dass wenn du halt in Rhythmus kommst, dass dann die Beschleunigung schon extrem ist, weil die Art und Weise, wie das Auto diese kurzen Zwischengraden zwischen den Kurven wegsaugt, ist schon nicht mehr normal. Keine Zeit zum Luftholen für Matthias. 1088 Elektro-PS werden startklar gemacht. Vorher gibt es eine Auswertung der Fahrt mit 600 Pferden. Also siehst du irgendwo, wo du sagst, so, ja, Matthias, da musst du wirklich dran arbeiten, das macht einfach gar keinen Sinn, was du in der Kurve machst, oder ist es einigermaßen okay? Also sieht man, du bremst früher, lässt die Bremse früher los, aber hast dann einen höheren Minimum-Speed. Und vor allen Dingen hier vor der letzten Kurve, da muss man auch sagen, das ist wirklich eine Kurve ohne Referenz. Die letzte Kurve und die da, die auch. Das sind halt diese High-Speed-Kurven, so, wo du halt im Knick quasi blind angeflogen kommst, wo du nicht siehst, wo du einlenken musst. Richtig. Und da bin ich ganz ehrlich, da bleibe ich einfach weg. Da lasse ich das Auto ganz und mach einfach keinen Quatsch. Weil wenn du da halt abfliegst, dann fliegst du halt richtig weit. Absolut, absolut. Das, was hier heute passiert, ist schon extrem. Auch ehrlich gesagt, für mich ist extremer Druck da. Weil hier steht eine Crew von, ich würde mal sagen, 25 Leuten beieinander, die darauf achten, was ich mit ihrem Baby mache. Weil das Auto ist ja nicht fertig und wird irgendwie in Serie gebaut, sondern das ist ein Prototyp, der zusammengezimmert wurde, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich extrem wertvoll, so ein Teil, ein Technologieträger, womit Porsche eben ausprobiert, was ist machbar. Es ist angerichtet. Ein Elektroschocker mit fast 1100 PS steht bereit. Was, 500 PS mehr als vorhin? Ich habe jetzt 500 PS mehr als vorher. 500 PS, bumm, mehr. Allein das ist unvorstellbar. Ja, ist so in keinem anderen Motorsport. Nee. Nur ein paar Schalterstellungen weiter und schon geht's. Da würde ich mal sagen, viel Spaß. Danke. Lass knacken und ich mache das Netz noch zu. So, wunderbar. Also. Danke, danke. So, ich habe jetzt gerade über Funk die Ansage bekommen, Drive Mode 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mode 9. Here we go. Also beim Anfahren hier aus der Box, ganz ehrlich, ich gebe 2 mm Gas. Rein in den Pit-Limiter. Der Hut ist jetzt schon ein bisschen größer, gebe ich ganz offen zu. Bin gespannt, wie die Bude geht jetzt. 500 PS mehr. Yes! In Germany we call it the Party-Modus. Scheiße, ist das krank! Alter Schwede! Diese Zwischenspur zwischen den Kurven, Alter, das ist nicht mehr von dieser Welt. Das hier, bam! Wie das Ding weiß! Wie dich das nach vorne katapultiert, das ist ultra krass, das muss von außen so heftig aussehen. Das muss so aussehen wie so ein Cheater, der nach vorne springt. Also Leute, ganz ehrlich, das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Jeder, dem das keinen Spaß macht, dem macht Autofahren keinen Spaß. Das ist einfach nur so ultra heftig. Also wir haben uns gefragt, wie fühlen sich 1000 PS an? 1000 PS, Leute, fühlen sich verdammt nochmal an. Wie sich diese Zahl anhört. Verdammt nochmal, magisch. Das ist nicht von dieser Welt. Das hätte man sich niemals ausdenken können. Vor 10, 20 Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, du fährst mit einem Elektroauto mit 1000 PS,
von Porsche über die Rennstrecke in Valencia. Und es funktioniert auch noch. Und es bockt auch noch. Das hätte dir kein Mensch geglaubt. Und jetzt ist es Realität. Und wer hätte je gedacht, dass es Matthias mal so richtig antörnt, sich ganz ohne Verbrennersound um eine Rennstrecke zu beamen? Hi! Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.